Liebe Zuschauer, fragen Sie sich gerade, wo wir gerade sind. Jetzt habe ich zweimal gerade gesagt, aber das ist nicht schlimm, denn vor lauter Gemütlichkeit vergesse ich, was ich gerade sagen wollte. Man könnte fast meinen, wir sind in Griechenland oder in Italien an einer gemütlichen Strandpromenade und trinken ein gemütliches Schlückchen Glas Wein. Und nein, wir sind hier in Buckingen im Studio. Hallo, ich bin mit Jana nämlich hier. Wir haben es uns gerade ganz gemütlich gemacht und deswegen ist meine Stimme auch gerade so ein bisschen leiser geworden. Jana, was hast du wieder Tolles mitgebracht? Ich bin jedes Mal begeistert von deinen kreativen Ideen. Wo nimmst du die nur immer her? Ja, das sind so kleine Heinzelmännchen, die flüstern mir das immer ins Ohr. Ah, interessant, Aber wir haben interessant. hier ganz tolle Solarlampen und zwar im Asia-Look. Das bedeutet, sie können sich die Gemütlichkeit nach Hause holen, wie du es schon so schön gesagt hast, nämlich ein bisschen Asien, ein bisschen Flair von dort zu Hause, wo sie echt nach dem Alltagsstress mal die Seele baumeln lassen können. Und ich finde es total schön, ob man jetzt im Garten sitzt und man trinkt ein Ja, Gläschen genau. Rotwein Oder auf der und Terrasse. genau auf der Terrasse, Oder im auf Wohnzimmer. Balkonien, wie auch Ja. immer. Man kann das überall machen. Es ist sehr schön, weil wir haben hier Solarpanels oben angebracht und dort kann man also einfach über den Tag hinweg die Sonne drauf scheinen lassen. Das heißt, es wird Super. aufgeladen und ich zeige Ihnen auch mal gerne so ein Panel Das heißt, ich brauche hier hier keine oben. Batterien kaufen, ich habe hier keine lästigen Kabel rumhängen. Richtig. Das Ganze erleichtert mir die Sonne. Richtig, genau. Liebe, Und das liebe ist ganz. Sonne, schein ein bisschen runter, lass den Regen rufen. Ja, wir wollen dich auch Du loben. kannst aber zauberhaft singen. Und Auf jeden Fall lädt Kinderlieder. sich das also tagsüber auf, das Solarpanel. Und es ist total angenehm, weil sie haben nämlich eine ganz tolle umweltbewusste Ja. Geschichte hier. Das bedeutet also, wenn die Sonne tagsüber drauf scheint, schaltet sich das, sobald die Dämmerung eintrifft, sofort das Lämpchen an. Und somit flackert es richtig schön gemütlich. Und sie brauchen keine Kerzen runterbrennen lassen oder müssen die wegschmeißen nach der Hälfte, weil sie wieder neuen Besuch erwarten. Sondern diese wunderschönen Lampen, die sehen echt klasse aus, weil Ja. die sehen ja echt aus wie Kerzen. Ja, das ist Aber ja das Schöne. es sind keine Keiner will ja Kerzen. immer zugeben, das ist ja wie mit Kunstpflanzen. Keiner will zugeben, dass er Kunstpflanzen bei sich zu Hause stehen hat, Richtig. mag sie aber trotzdem. Und so ist es bei uns. Wir wollen nicht zugeben, dass hier keine echten Kerzen drin sind, aber sie sehen verdammt echt aus und das ist ja das Schöne. Und Ja. ob sie das jetzt im Wohnzimmer auf ihren Couchtisch dekorieren oder wahlweise, Wir können es auch tada, hängen. genau wie bei uns, wir haben jetzt einfach mal hier einen Faden gespannt, hinten Genau. oben sind so kleine Klämmerchen und dann kann man das sehr schön aufhängen. Ob das jetzt auf dem Balkon ist, ne? Dann kann man ja so schön dekorieren, gerade wenn man eine tolle Gartenfete machen möchte oder wenn man sich einfach mal sagt, gut, mit meinem Schätzelein mache ich heute ein romantisches Candlelight-Dinner zu zweit, dann kann man das ganz romantisch flackern lassen. Und das haben wir ja schon zu Anfang der Sendung gesehen, wie schön das aussehen kann und das Ganze im Asia-Look. Und stell dir mal vor, du veranstaltest eine Gartenparty und Ja. lädst ganz viele Freunde ein, also auch mich. Ja. Ja, Und natürlich. dann würdest du beispielsweise, Naturellement, ja, und dann würdest du ganz einfach diese schönen Fäden haben Mangerie. und diese Lämpchen dranbringen und alles ist dunkel und das ist so gemütlich. Dann gibt es noch leckere Häppchen und so weiter. Also ich kann Kriegt mir ja das nicht schon auch Hunger. richtig ausmalen. Ich Ja, ich mir glaube, das auch. sollten wir bald mal planen. Mitgeliefert wird, das machen wir auf jeden Fall. Mitgeliefert wird es im Viererset, ja. Ja, richtig. Das Wir heißt, haben ich habe eins, einen zwei, ziemlich drei, großen vier. Balkon. Ich kaufe mir da gleich noch ein Set und noch ein Set und noch ein Set, weil Gleich, wir wollen es ja richtig schön ja. gemütlich haben, oder? Richtig, damit auch komplett alles ausgeleuchtet ist, weil Ja. man sieht dann ja auch ein bisschen was und es sollte schon überall das ähnliche Licht flackern. Das sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre Als du es und es gerade sieht auch schön vorgestellt aus. hast, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass das hier oben ein Solarpanel ist. Ich dachte, das ist Ja. einfach nur zur Deko. Aber Nee. nein, es erfüllt seinen Zweck. Die Richtig. Sonne, die scheint hier rauf den ganzen Tag und abends haben wir wunderschönes Vergnügen. Wie lange hält es dann, dieses Das hält flackernde Licht? 6 Stunden. Also da haben Sie wirklich, wenn Ach das voll ja. aufgeladen ist, hat man ganz viel Freude davon. Ja, da kannst du dann ordentlich, ja, bringst du Weinchen mit, ich bringe die Kerzen Ja, mit, machen wir alles genau, so so machen schön. wir das. Richtig. Ja. Und Und das den Ganze? Rest vom Team lassen wir einfach die Häppchen mitbringen. Ja. Das Nein, Ganze aber ist das. übrigens auch noch, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Alles super. Das ist, was ich sagen wollte, ein ganz robustes Gehäuse aus Das wollte ich auch Kunststoff. sagen, Echt? super. Give me five. Ja. Ja. Also es ist ganz robust, da brauchen Sie keine Sorge haben, auch wenn es mal runterfallen sollte, es bricht nicht gleich auseinander, sondern da Ja. haben Sie viel Freude mit. Und jetzt zaubere ich uns nochmal ein romantisches Feeling, denn du hast uns ja noch was mitgebracht. Und Richtig. dafür bitte ich die Regie nochmal, zipp, Licht aus. Jetzt schauen wir nochmal Oh. hinter uns, beziehungsweise hinter die Jana. Ja. Da haben wir noch ein paar Laternchen aufgebaut. Erzähl doch dazu mal was. Richtig, hier haben wir ganz tolle Teakholzlampen. Das bedeutet, wir haben die in einem ganz besonderen Design, auch mit einem Erdspieß dazu. Ja. Das heißt, wir können die richtig schön in die Erde reinstecken und können das zwischen die Pflanzen im Garten platzieren. Aber man kann es auch den Erdspieß abdrehen und kann ihn einfach, wie wir es jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier keine Erde, die da drin ist, sondern wir haben einfach
einfach einen quadratischen Kubus und dort kann man das dann einfach platzieren. Genau. Der erste Spieß wird mitgeliefert, kann man dann selber wählen, wie möchte ich es aufstellen. Das ist natürlich auch schön als Wegleuchte. Stell mal vor, du hast von den Garten den Aufgang bis zur Haustür, kannst du dir schön den Weg leuchten, vor allem abends. Das ist super romantisch. Ja. Und du hast gerade das Teakholz angesprochen. Ja. Wir haben hier nämlich ganz besonders Teakholz. Teakholz ist sehr robust, sehr strapazierfähig und hält eigentlich ein Leben lang, oder? Richtig. Und es ist ganz modern. Es ist der absolute Trend momentan. Viele kaufen sich Teakholzmöbel, weil die, wie du sagst, eine tolle Qualität haben. Da investiert man einmal und hat ein ganzes Leben lang Freude. Ne? Richtig. Du hast Ewigkeiten was davon. Und diese schönen Lampen sind natürlich auch, was Wetter anbelangt. Es kann ja mal regnen, stürmen, schneien, was auch immer. Und diese Teakholzlampen halten wirklich total fest und beständig. Das sind auch, vier Stück an der Zahl. Ja, super. Genau, also sehr viel. Das Ganze funktioniert ja auch wieder über dieses Solarpanel, über die Richtig, Sonne. Aber hier haben wir diesmal ein rundes Solarpanel. Das ist besonders, weil wir hatten eben gerade bei der anderen quadratisches. Mhm. Und da kann man richtig sehen, da wird also tagsüber auch wieder das Licht, das Solarpanel aufladen. Und dann können Sie sehen, wie toll das die ganze Nacht durch scheint. Genau. Im Dunkeln konnten wir das jetzt nicht so schön sehen. Jetzt ist es hier sehen wir nochmal unseren Erdspieß. Ne? Den kann man entweder in die Erde stecken, wie Korrekt. Du gesagt hast, oder wir drehen ihn einfach ganz unkompliziert ab. Dann wäre das diese Variante. Ja, ich halte es mal hoch. So wäre das. Also einmal mit Spießchen oder ohne Spießchen. So, und dann können wir dann unser Gemüse hier drauf dekorieren. Richtig, das können wir jetzt mal hier platzieren. Mhm. Super, ich halte es mal, weil meins hält nicht, sonst bräuchten wir jetzt hier Erde. Ist natürlich auch einsetzbar. Kann man das als Tischleuchte nehmen? Ja, ne? Ja, so, natürlich. Man kann es auch. Weißt du, was man toll machen kann? Es gibt ja auch so einen ganz normalen Topf, Tontopf, und da kann man Sand reinfüllen. Und dann könnte man zum Beispiel diesen Spieß auch verwenden, könnte man es reinstecken. Und das sieht ganz toll aus. Ach, man muss ja nicht immer eine Pflanze nehmen, weil wie viele Pflanzen möchten Sie nehmen, um das reinzustecken, sondern Sie können es einfach ganz toll dekorieren, auch zu Hause, im Innenbereich. Sie können es auch im Garten platzieren. Und damit aber unsere Kunden nicht irritiert werden, unsere lieben Zuschauer, stelle ich Ihnen auch gleich die vier hin, damit Sie auch wissen, was das für ein Lieferumfang ist. Das sind vier Stück und dazu gehört natürlich immer ein Erdspieß, der wird immer mitgeliefert. Und ich finde, das sieht nicht nur toll aus, sondern auch die Holzoptik. Viele haben ja gerne, leben vielleicht auf dem Bauernhof und haben vielleicht eher so gemütlich mit Kühen und Schafen und da passt das natürlich auch dahin. Aber auch eine moderne Wohnung kann toll Teakholzlampen vertragen. Also wenn Sie sich diese Lampe kaufen, können Sie eigentlich nur sparen. Einmal die Stromkosten, weil es wird ja geladen über die Sonne. Und zum anderen, dadurch, dass es ja Teakholz ist, haben Sie da auch ein Leben lang Freude mit, ne? Richtig, das ist also eine einmalige Investition. Und wie du sagst, Stromkosten, die werden ja immer höher. Ja. Deswegen haben Sie da schon wirklich viel Freude mit, weil Sie können sich diese Kosten sparen. 3,5% oder wie viel wollen jetzt wieder erhöhen? Ja, die wollen immer wieder was erhöhen und das wird auch immer weitergehen. Aber letztendlich haben wir hier also schöne Lampen, die man nicht nur ins Beet stecken kann, sondern Sie können sie auch zu Hause als Wegweiser nehmen, wenn Sie zur Wohnungstür gehen oder zur Haustür. Da kann man auch nicht mehr stolpern. Ja. Und das sieht auch wirklich richtig nett aus. Und es macht vor allen Dingen ein schönes, warmes, gemütliches Licht. Nicht dieses grelle, eklige Licht, was man ja manchmal so kennt. Ja, das stimmt. Was dann kein romantisches Feeling zaubert. Das können wir übrigens auch, wenn wir mal eine Gartenfete machen, können wir die auch mitnehmen. Ja, dass richtig. Dass wir die aufhängen und die spießen wir in unsere Erde. Genau, weil die sind ja auch wesentlich größer als die Lampen, die wir zuvor hatten. Und dementsprechend kann man das auch schön miteinander kombinieren. Also da haben Sie sowohl für die Wege, die Sie ausleuchten möchten, eine Lampe und Sie haben aber auch für den Tisch eine Dekoration. Also von daher im Asia-Look, das war ja auch nicht schlecht. Ja, und wir haben diesen Dämmerungssensor, den erwähnen wir nochmal, genau. Der sorgt für ein automatisches Anschalten in der Dunkelheit. Genau, korrekt. Also wir haben hier einen An- und Off-Schalter. Wenn du das mal drehen magst, dann können wir das unseren Zuschauern zeigen. Und zwar da. Hier ist also ein On-Off-Schalter. Und den können wir einfach betätigen. Wenn Sie jetzt siehst du einen Schalter? Ja, der ist hier unter. Da versteckt. Steht also On, Off, Weiß, Schwarz. Und da kann man das dann quasi einstellen. Weil wenn Sie jetzt beispielsweise über Nacht nicht die Solarlampen nutzen möchten, sondern Sie möchten das sparen, kann ja auch sein. Oder Sie sind bei Freunden eingeladen und wissen, Sie sind den Abend nicht zu Hause, dann brauchen Sie auch die Lampen nicht, dann können Sie es auch ausschalten. Dann können Sie sich die Energie sparen, die Sie dann von der Sonne gewonnen haben. Genau. Und auch hier haben Sie bis zu 8 Stunden Freude an diesen Laternchen. Wenn die Sonne einmal geschienen hat, dann haben Sie 8 Stunden Freude an den Laternen. Also da können wir eigentlich einen schönen Grillabend machen, oder? Richtig, also 8 Stunden draußen auf der Terrasse oder im Garten oder wie auch immer. Das ist schon eine lange Zeit. Und da hat man viel Freude mit. Und ich finde, man sollte es lieber jetzt gleich bestellen, dass man sich nicht ärgert Und zugreifen, weil das sind wirklich tolle Lampen. Und
gehe davon aus, dass die schnell ausverkauft sind. Ist aber sind. Auch natürlich ein tolles Geschenk zum Verschenken. Ja, ne? Finde ich auch. Oder ja. Wenn man überhaupt bei jemandem eingeladen ist, dann weiß man, meistens bringt man eine Flasche Wein mit, ja. Ist er dann schon ziemlich einfallslos. Warum nicht mal mit so einem tollen Laternchen probieren? Ja, finde ich auch. Ganz wichtig. Hupsala. Genau, jetzt haben wir zu sehr hier an der Theke gewackelt. Ja. Genau, du hast so viel Power. Hast du Müsli gefrühstückt bestimmt? Ja, heute gab es Dinkel Vollkornmüsli. Ah, super, das sorgt für eine Menge Energie. Und energiegeladen geht es auch gleich weiter. In diesem Sinne lassen wir unseren schönen Tag ausklingen mit Dunkelheit und flackernden Lichtlein. Ja. Richtig. Und man hat auch gesehen, diese Lampen halten richtig bombastisch fest. Ja. In diesem Sinne genießen Sie unser gemütliches Dasein hier im Studio in Buckingen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x die 2. Oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.